Hallo alle zusammen, hier ist die Campinglampe und das Wichtigste beim Camping ist natürlich, dass die Handlichung klein ist und das ist sie in diesem zusammengeklappten Zustand. Geladen wird sie übrigens hier über diesen ja, halbwegs wasserdichten Port und ja, man kann die eigentlich fast sogar als Taschenlampe verwenden. Angeschaltet wird sie hier, gibt drei Helligkeitsstufen, mag jetzt hier bei der hellen Beleuchtung nicht hell aussehen, aber wenn es dunkel ist draußen, dann kann man schon durchaus was erkennen. Wir können das hier so ein bisschen nach oben ziehen und in die Richtung klappen und dann hätte man sogar so eine Taschenlampe. Gut, für eine Taschenlampe ist sie schon recht ordentlich vom Gewicht her, aber es ist möglich. Ansonsten kann man die natürlich als Tischlampe verwenden, wenn man das Ganze so oder ein bisschen so rausklappt. Dann können ja auch die Füße ausgeklappt werden und man kann das hier auf den Tisch stellen. Da die Füße hier magnetisch sind, kann man die sogar an Auto heften. Ich habe es am Kühlschrank probiert. Da kann man das tatsächlich so hinheften und es hält am Kühlschrank, aber nicht besonders fest. Also, wenn man dagegen kommt, kann es trotzdem sein, dass das ein bisschen nachgibt. So, man kann die also so als Tischlampe verwenden, aber man kann das, wenn man hier ein bisschen dran zieht, durchaus ausklappen und hat dann hier ja, bestimmt einen Meter Lampe, wenn man sich das anguckt. Und hat dann eine Art Stehlampe, haben sie recht gut gemacht. Und das Schöne ist eben, ich kann das hier immer noch hin und her klappen, wie ich das gerade benötige. Und das Zusammenklappen geht am Schluss genauso einfach. Hier kann man wieder nach oben geklappt werden und ich habe wieder meine Ausgangssituation.